Hallo liebe Zuschauer, heute stellen wir euch unser super duper perfektes Spiel Die Flucht vor. Da haben Akif, Kerem, Yusuf, Mustafa, Ömer, Ahmed, Mahir und Jonas mitgemacht. Die Idee des Spiels ist ein 2D-Spiel. Es ist ein Singleplayer-Spiel, also man spielt es alleine. Und alle zwei Level gibt es einen Endboss. An einem Stockwerk ist ein Level. Und das Spiel ist in der Vogelperspektive, also man schaut von oben runter zum Spiel. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Akif und ich stelle euch die Designs vor, die wir am Wochenende bei der Jugendtag gemacht haben. Also wir haben verschiedene Skins und Waffen. Wir haben Gegner und Endbosse, die uns angreifen können im Spiel. Und hier könnt ihr unsere Logos und Möbel sehen. Wir haben unser Spiel mit Scratch programmiert und mit Pixel Arts Designs. Unsere Probleme waren, dass wir, jeder hatte eine andere Idee, also wir hatten sehr viele verschiedene Ideen. Und wir hatten halt auch noch, weil es nur 2 Tage waren, hatten wir erstens wenig Zeit und jeder war eigentlich das erste Mal so im Programmierkurs und deswegen hatten wir auch wenig Programmiererfahrung. Was man noch machen könnte, wäre ein Multiplayer, damit man mit seinen Freunden spielen könnte oder die Level schwieriger machen oder Truhen und Coins, damit man sich zum Beispiel auch Sachen kaufen könnte. Oder ein Tutorial für Anfänger, damit man auch weiß, wie das Spiel funktioniert und mehr Level. Hallo, ich bin der Yusuf und ich werde jetzt euch dieses Spiel, das wir programmiert haben, vorstellen. Wenn man jetzt erst ins Spiel reinkommt, sieht man hier verschiedene Zimmer. Der Sinn daran ist, man muss einen Schlüssel finden. Und wenn man einen Schlüssel dann findet, dann öffnet sich halt ein Portal, wo man dann reingehen kann. Und man hat verschiedene Waffen. Man kann auch mit den Waffen halt schießen. Ja, wir suchen jetzt erstmal den Schlüssel und wenn wir den Schlüssel finden, öffnet sich halt ein Portal. Kannst du sagen, warum ihr nicht wisst, wo der Schlüssel ist? Also weil der Schlüssel spawnt immer an anderen verschiedenen Orten, deshalb wissen wir nicht, wo der ist jetzt. Ihr habt das Spiel doch programmiert, ihr müsst doch wissen, wo der Schlüssel ist. Also der Schlüssel scheint richtig gut versteckt zu sein. Ich habe gehört, die wollen den Schwierigkeitsgrad später nochmal erhöhen. Weiß nicht, ob das nötig ist. Jetzt ist ein Schlüssel halt gespawnt. Wir haben jetzt halt den Schlüssel gefunden und jetzt öffnet sich gleich ein Portal, wo man dann reingehen kann und in ein anderes Level kommt. Ja, das war's. So, ich zeige euch jetzt noch, wie das Level hier, also wie das Game jetzt hier so ungefähr funktioniert. Also wir haben es hier mit Scratch programmiert. Das ist ein Programm für Anfänger und hier sind die Elemente, also die verschiedenen Elemente, die man halt programmieren kann, also halt mit diesen Blöcken hier kann man halt definieren, was die halt tun sollen. Und
das haben wir halt in anderthalb Tagen. Wir halt irgendwie solche, das halt alles. Und das hier und bei dem auch alles programmiert. Ja, und das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank euch für das, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Kurze Frage, wer von euch hat noch ein Mikro gerade? Ihr wolltet das Spiel anfangs in 3D programmieren. Warum hat es nicht geklappt in 3D? Weil es viel zu lang dauern würde, wenn wir es in 3D machen würden. Und weil wir auch viel Mühe haben. Und wir brauchen da auch sehr viel Erfahrung. Und ihr habt gerade zum allerersten Mal ein Computerspiel gemeinsam gemacht? Ja. Wahnsinn. Applaus bitte. Applaus